wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around. Wrapped around. Wrapped around. Hey Leute und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Hero zu den Zero. Wir sind wieder am Start und es gibt wieder ein paar Neuigkeiten. Unter anderem gibt es heute Geschichten von Hanks Team, von meinem Team und von Spitzenreitern. Nämlich, wir fangen an beim lieben Hank. Der hat nämlich das Team Hank Palace gegründet. Da ist er aktuell noch allein drin. Ich schätze mal, er bleibt auch allein. Weil das sieht es ja nicht so nach der Profi-Veranstaltung hier aus im Hintergrund. Auf jeden Fall ist der Level 31 auf jeden Fall viel, viel besser. Hat nicht geskillt. Er hätte gar keine Chance gegen ihn. Also, Props an dich, Hank. Du bist echt gut dabei. Hast du hier auch die ganzen Booster. Nicht wundern, ich kaufe mir diesen einfach nur aus dem Grund nicht, weil es halt auf diesem Level einfach noch nicht drin ist. Und praktisch Verschwendung meiner Meinung nach ist. Also, nicht Verschwendung, aber so mega viel bringt es eigentlich nicht so. Genau, was ich mal schauen wollte bei den Top-Teams, wie stehst du denn so beim Ausbau? Ist das schon einer? Ja, sind sie. Okay, die sind überall ganz oben, nur nicht bei den Grundfähigkeiten. Das ist eine einfach 8. Level-Hunter. Aber es ist schon interessant. Ist tatsächlich das gar nicht. Skill die Grundfähigkeit. Naja, können sie entscheiden. Also, ich dachte, hier ist noch gar keiner auf irgendwie over 50, aber da habe ich mich geirrt. Hier. Die sind auf jeden Fall schon weiter als sämtliche Teams von mir, aber das hat ja auch nur was mit Geld zu tun, dass man da reinsteckt. So. Chris ist tatsächlich vor Level 100. Nicht fast, aber er wird es auf jeden Fall diese Woche wird es auf jeden Fall noch schaffen. Denn ja, man sieht hier, ist Silber 1, ist auf jeden Fall gut dabei, ist Super Arisa Schweinchen und dieser Skill muss ich einfach gar nicht sagen, die ist einfach perfekt. Ja, also muss ich glaube ich auch nicht bewerten für dich. Ich glaube, du hast genug Ahnung davon. Super Area of 2, ich grüße dich mal wieder und dafür wollte ich noch so ein bisschen in mein Team gucken. Ich habe das Team Los Amigos, das habe ich euch ja glaube ich schon mal im letzten Part vorgestellt. Da haben wir den Anführer auch ein sehr netter, nämlich den Cookie LP. I love Cookies. Und der ist auf jeden Fall gut dabei, hat auch eine gute Skill. Für Level 46 ist es zwar noch ein bisschen ausbaufähig, aber trotzdem finde ich es eigentlich gut, die Skill. Und dann können wir direkt mal schauen. Lee Julie, genau, den wollte ich auch noch grüßen. Mit dem habe ich mal gestern ein bisschen geplaudert. Und muss ich sagen, sehr netter Kerl. Schöne Grüße an dich. Gehen an der Stelle raus. Und wen haben wir denn noch hier so? Natürlich mich. Genau, ich habe jetzt auch hier bald alles auf 200, wenn es gut läuft. Wäre auf jeden Fall cool. So, was haben wir denn hier? Können wir noch skillen? Nee, aber wir können. Stimmt, ich verkaufe mal Items. Das machen wir jetzt mal. Schauen mal, wie viel wir dadurch noch skillen können. Das ist bestimmt einiges, das wir da zusammen kratzen können. So, das alles mal weghauen, weg damit. Oh, kriegen wir 1000 zusammen? Nee, kriegen wir leider nicht, aber doch schon einiges und damit gehen wir jetzt mal voll auf Intuition. Sehr schön. Ja, das waren noch einige Punkte, die ich da auch noch rausgeholt habe. Und Sonnensitze habe ich jetzt auch am Start, nur ich habe hier leider noch eine Quest. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Und wen haben wir denn hier noch? Den Toad, genau. Also es sind relativ viele Berater hier im Start und noch einige, die hier sich unten rumtreiben, zum Beispiel so jemand hier. Aber der fängt wahrscheinlich gerade mit seiner Heldenkarriere noch an, aber wird auf jeden Fall aufsteigen. Und sehr cooles Team, ich grüße euch alle, Los Amigos, und auf jeden Fall auch dich, Lee Julie. Und dann würde ich sagen, immer schön liken, kommentieren, abonnieren und bis dahin, bye bye und noch einen schönen Donnerstag.